Der 18. Januar 1871 war ein kalter Tag, genauso wie heute hier am Niederwalddenkmal. Und die Frage ist, der 18. Januar, ist das eigentlich ein Grund zum Feiern, weil gut 400 Kilometer Luftlinie von hier entfernt, im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles, ein preußischer König zum deutschen Kaiser proklamiert wurde. Sollen wir das heute feiern? Und was ist mit der deutschen Einheit? Ist sie tatsächlich des Glückes Unterpfand? Oder müssen wir heute, 150 Jahre nach der Kaiserproklamation, die Geschichte kritischer sehen? Die mächtigen Männer Deutschlands, egal ob Militärs oder gekrönte Häupter, sie waren an diesem 18. Januar 1871 gar nicht zu Hause, nicht in Deutschland. Sie befanden sich in Versailles im Spiegelsaal des Schlosses und dort wohnten sie der Proklamation des preußischen Königs zum deutschen Kaiser bei. Die Deutschen sind im Spiegelsaal Fremde, fremde Herrscher. Sie kommen als Gewinner eines Krieges, sie kommen als Besatzer und sie kommen als Fremde, die eine andere Kultur haben und sich nicht davor scheuen, im einstigen Lustschloss Ludwig XIV. Das Deutsche Reich in Form des Kaisers zu proklamieren. Ein wenig verschämt versuchen sie, den Spiegelsaal für ihre Zwecke herzurichten. Die Fahnen sind drapiert, ein Feldaltar wird hergerichtet, just an jedem Ort, wo wenige Tage zuvor noch verwundete Soldaten versorgt wurden. Denn der Spiegelsaal von Versailles war zuvor noch Lazarett. Deutschland erlebt wieder mal Krieg. 1870-71, der Krieg gegen Frankreich, ist ja nicht der erste der sogenannten Einigungskriege. 1866, der Krieg Preußens gegen die vielen anderen deutschen Staaten, die jetzt so viele Verlierer stellen. Blutige Zeiten liegen hinter Deutschland und die Reichsgründung fällt mitten in die Kriegszeit. Und die Menschen daheim in Deutschland, sie frieren in diesem Januar, sie haben vielleicht nicht genug zu essen und sie wollen unbedingt Frieden. Ob es wirklich wichtig ist für sie, wer jetzt gerade zum Kaiser proklamiert wird, vermutlich nicht. Die einmütige, siegreiche Erhebung des deutschen Volkes. So ist es hier eingemeißelt am Niederwalddenkmal. Aber das war 1870-71 bestimmt nicht. Diese Einheit war nicht von allen Deutschen gewollt und sie war nicht des Glückes Unterpfand. In diesem Jahr werden wir über diese deutsche Einheit diskutieren und es ist notwendig. Im Grunde genommen war Deutschlands Stärke nie die Einheit, sondern die Vielfalt. Das ist leider lange vergessen worden. Die Einheit war immer Teil des Problems, nie Teil der Lösung. Und wenn wir heute auf das geeinte Europa schauen, dann gilt es wieder: Die Vielfalt macht es aus. Nicht die zwanghafte Einheit.